Das FBR-Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein schicker Bungalow in Schwerin. Dieses attraktive Wohnhaus im Bungalow-Stil wurde im Jahr 1996 in massiver Bauweise errichtet. Mit knapp 131 Quadratmetern besitzt die Immobilie eine überdurchschnittliche Wohnfläche, welche sich in einer gelungenen Raumanordnung und Gestaltung widerspiegelt. Insgesamt stehen 4 Zimmer zur Verfügung. Dieses Raumangebot wird ergänzt durch eine große Essküche, einem Vollbad mit Eckbadewanne, Diele und Hauswirtschaftsraum. Die geräumige Diele im Erdgeschoss des Eigenheimes ermöglicht jeweils den separaten Zugang zu den Räumen auf der Ebene. Machen Sie es sich im Wohnzimmer mit ca. 36 Quadratmetern Größe gemütlich und genießen schöne Stunden vor dem Kamin. Der ebenfalls im Wohnzimmer befindliche Essbereich ist hell und freundlich. Durch eine breite Fensterfront wird Ihr neues Zuhause vom Tageslicht erfüllt. Die geräumige Küche bietet viel Platz zum gemütlichen Beisammensein während des Kochens. Ein Highlight dieses Angebotes ist sicherlich das weitläufige Grundstück mit seinen fast 2000 Quadratmetern. Hier findet nicht nur die angrenzende Terrasse Platz. Ihre Kinder oder Enkelkinder können zum Beispiel die Natur auf eigenem Grundstück erforschen. Sie können sich hier einen großen Garten mit Pool anlegen. Im Nebengelass bietet sich Stauraum für die Gartengeräte und mehr. Ihre PKWs finden im Doppelcarport Platz, welches zusätzlich mit einer Werkstatt bedacht wurde. Ihr persönlicher Ansprechpartner Tim Fehlberg stellt Ihnen diese attraktive Immobilie bei einer Besichtigung gern näher vor. Sollten Sie eine eigene Immobilie verkaufen wollen, helfen wir Ihnen gern bei der Einwertung und Vermarktung zu einem attraktiven Kaufpreis. Das Angebot zur Immobilie sowie weitere interessante Links finden Sie in der Videobeschreibung. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, denn hier präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen.